Gott sei Dank hat er nicht mehr gesehen. Sonst wäre er jetzt tot. Okay, oh Gott, oh Gott, da kommt er wieder. Gott sei Dank gegen den Eckwand. Ich wollte gerade losrennen. Gott sei Dank. Hey, Fettsack, hier bin ich. Na los, komm, Fettsack. Komm, komm. Fettsack. Komm, Fettsack. Ich war nicht frisst. Und da ist er wieder. Okay, ciao. Also, ich warte jetzt, bis er da zu mir herkommt, dann geht er wahrscheinlich wieder rüber nach rechts und dann renne ich ganz schnell los. Jetzt nutze ich das aus, dass er verschwindet und renne los. Und er hat mich schon gesehen. Prima! Voll! Da muss ich jetzt alles nochmal machen. Ja, jetzt selbst die Leiter benutzen, gell, wo Kai gefahren ist. Okay, das gibt sogar Sinn. Gott, ist die Leiter lang. Hilfe, wie weit denn noch? Und jetzt tot. Ich sehe gar nichts. So drüben. Ach so. Na klar. Oh. Da wollte jemand baden gehen. Hat es wohl nicht so geschafft. Gott, mach doch nicht so einen Lärm. Sonst kommt der fiese Fettsack und holt uns. Oh. Okay, das ist ein altes Haus, da kann sowas nicht passieren. Mach doch keinen Lärm, Alter, der hört uns doch. Mein Gott, der hat da übelst rumschreien, wenn der Typ uns doch hört. Hoffentlich ist das dann noch eine Chance gewesen. Alter, wir haben noch nichts. Alter, wir tun zum No-Head-Chancen was an, dann bringen wir Halle um. Du bist mein Freund. Der einzig wahre Freund, den ich in diesem Leben haben werde. Als Journalist für eine Radiosendung, die das, was ich erlebe, verfilmen will. Und dann in ihrer Radiosendung zeigen wollen. Was ist das? Ein Mensch mit einer Taschenlampe. Bin nicht mehr allein. Oh, servus. Was haben Sie zu verkaufen? Hallo, was haben Sie zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Okay, danke. Soll ich jetzt da runter? Naja, wird schon nichts passieren. Das speichert also was wichtig, dass ich da runtergehe. Hm. Endlich komme ich zu den Toiletten. Eieiei! Einmal kommst du daher. Was soll denn das?